Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge God of War. Wir sind immer noch bei den zwei Damen in unserem... wo sind wir eigentlich hier? In unserer Kabine? Unter Deck? Und die verlassen wir jetzt. Was war das? Hier konnte ich irgendwo R2 drücken. Ja? ETF. Hier konnte ich... Ihr Tagebuch. Der Eintrag heute lautet: Alle Frauen, die ich sehe, erinnern mich an sie. Hören meine Gebete, Athene... Höre meine Gebete, Athene. Wann hören diese Visionen auf? Können wir was kaputt machen? Ja, wir können was kaputt machen. Yay, yay, yay. Unser eigenes Schiff demolieren. Prima. Hier können wir speichern. Haben wir das nicht erst gemacht? Das haben wir erst gemacht. Deswegen lasse ich das jetzt mal. Die zerstöre ich natürlich alle. Rote Orbs sind wichtig. Dann können wir nämlich Sachen aufwerten. Hier kann ich nichts kaputt hauen, leider. Da drüben ist noch eine blaue Kiste, das ist super, weil wir haben fast keine magische Energie mehr. Ach, grün auch. Ja, kann man immer gebrauchen. So, dankeschön. Einmal nach oben. Die Tore Athens. Der lenkte Schiff, bitte. So, hier ist was. Töte Ares, dann vergeben die Götter dir deine Taten. Schön, dass sie was ganz anderes sagt, was da steht. Wir reden mit Statuen. Hier hinten ist nix. Kann ich nichts kaputt machen? Gut, dann gehen wir mal hier an Land. Wir haben schon mal gleich neue Gegner. Ich möchte mich jetzt aber... Wow, wow, wow. Okay, ich möchte mich doch hier ein bisschen verteidigen. Die sind schon wieder schon mal ganz anders, beziehungsweise ein bisschen härter als die Normalos. Ich kann die nicht greifen... Wo geht's noch? Jetzt kommt noch her hier. Ich kann sie nicht greifen. Wenn man eine gewisse Anzahl an Punkten eliminiert hat, kriegt man so einen Kreis. Und dann kann man sie finishen. Oh. Habe ich was entdeckt oder ist das normal? Kann ich tauchen? Kann ich tauchen? Nein, kann ich nicht. Warum kann ich denn hier hinschwimmen? Nee, TF, was kann ich hier machen? Hallo, was kann ich hier machen? Muss ich hier hin? Vermutlich nicht, aber... Das war ein bisschen seltsam. Ich kann im Wasser rumlatschen, aber da muss doch hier irgendwas sein, oder? Kann ich das kaputt machen? Weil da hinten ist doch was, oder? Ja, und da ist ein Durchgang. Schön. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Gerade ist genug geplanscht. Keine Ahnung, ob ich das hier kaputt hauen kann. Das sieht nicht so aus. Dann laufen wir weiter. Hallo. Ja, ja, ich muss mich jetzt mehr schützen, ich weiß. Leider ist es nicht mehr so einfach wie bei der ersten Mission. Hey. Es wird natürlich schwerer, klar. Trotzdem. Ey, ich wollte ihn gerade finishen. Geht's dir eigentlich gut? Auf Wiedersehen. Hier noch irgendwas? Da leuchtet was. Gehen wir gleich hin. Erstmal alle Kisten kaputt hauen. Da, du leuchtest. Aber du gehst nach oben. Was? Ich weiß nicht. Ich will nicht so viel verpassen. Da muss ich erst nach oben. Ist doch Mist. Hätte ich jetzt nach oben müssen.
Ich hätte erst nach oben müssen. So, wir räumen hier ein bisschen auf. Wir holen die Fallen von Himmel. Das macht mir voll Spaß, wenn die oben in der Luft sind, die wieder runterzuholen. Sieht irgendwie cool aus. So. Dann wirft er immer dieses Chaos-Klingen und ich finde, das sieht nice aus. Kannst du mal bitte aufhören? Du willst einfach nicht hören, oder? Dann eben nicht. So, geht's auch. Hätsche, Bätsche. Einmal die Kiste aufmachen. Wir haben eine Phönixfeder erhalten. 5 mehr sammeln, um die Magie zu erhöhen. Okay. Also war der Weg hier richtig, um das Secret zu bekommen. Super. Ich habe nichts verpasst. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und jetzt gehen wir dann in den Fahrstuhl nach oben. Ist hier noch was? War hier noch was? Anscheinend nicht. Da oben hören wir irgendwelche Peitschen knallen. Einmal den Schalter umlegen. Aufwärts. Sie fahren in den, keine Ahnung, Unterwäsche, Handtücher, Accessoires. Brauchen wir nicht. Lauf! Lauf! Die Untiere haben Athen eingenommen! Minotauren. Vorsicht! Der hat aber schlechte Zähne. Aua. Ja, nochmal auf. Ich hab mich gerade geschützt und der hat nichts gemacht. Ich will nochmal auf den Boden hauen, bitte. Geht das? Ja, warte, warte, warte. Schnell Kreis drücken, um Minotaur zu töten. Den Minotaurus auf diese Weise zu töten, bringt immer Gesundheit. Ah, verdammt. Ich hab gepennt, ich hab sowas von gepennt. Nein, komm her. Kann ja keine Ahnung, dass du dich noch wehrst. So, Gesundheit, Kumpel. Komm mal her hier. So, wir spielen jetzt ein bisschen Zahnarzt. Ja, komm schon. Also die Kreistaste wird hier echt sehr beansprucht in diesem Spiel. Ach, da ist ja noch einer. Ey, die waren nur zu zweit, ja. Die waren die ganze Zeit nur zu zweit. Niemand hat gesagt, dass du in der Party hier dabei sein darfst. Am besten ist, wenn man die auf den Boden legt, damit die hier so ein bisschen umfallen und dann so lange draufdrischt, bis halt das Kreiszeichen kommt. Und dann, wie gesagt, ein bisschen Zahnarzt spielen, ein bisschen rumbohren und auf Wiedersehen, Typi. Gib mir mal deine Lebensenergie. Dankeschön. Sehr nett von dir. Blau. Blau können wir wirklich gebrauchen. Matador. Okay, wir haben jetzt zwar keinen rotes Dingsbums geschwenkt, aber ist egal. Wir haben die Minotauren bezwungen. Okay, wir waren bei Accessoires. Jetzt gehen wir zu Hüten. Hüten und Umhänge. Hier flattert irgendwas. Du da! Ist die Verstärkung schon da? Ares hat diese Untiere nach Athen gebracht. Ohne Hilfe wird die Stadt fallen. Das Tor ist zerstört. Du musst einen anderen Weg hinein. Die wollten mir helfen. Irgendwas Großes läuft hier rum. Ich will gerade sagen, geht's noch? Hallo. Wow. Ja, da muss man aufpassen. Die spielen hier ein bisschen mit ihrem Jojo. Uah, ich sag noch aufpassen. Ja, komm, hau nochmal zu. Nee, der muss auf den Boden hauen, dann bleibt er nämlich ein bisschen.
Ja, genau. Das ist am besten. Dann kannst du nämlich ein bisschen draufhauen, ohne dass sie dich treffen. Und jetzt einmal Kreis, bitte. No, bist du putt gegangen? Komm mal her. Ja, so ist gut. Immer schön daneben hauen. Das gefällt mir. Ja, fast zu früh gerollt. Oh, nee. Zu zweit halt nur. Das ist unfair, oder? Das stört die Gegner anscheinend wenig, dass sie unfair spielen. Ja, dann schalten wir doch mal einen aus, ja. Auf Wiedersehen. Erstmal ein bisschen auf den Rumpf klettern und dann erledigen. Die geben ziemlich viele rote Orbs, dafür nicht mehr so viel Lebensenergie wie die Minotauren. Oh, der hat mich jetzt ein bisschen erwischt. Dann schocken wir ihn mal ein bisschen. Kannst du mal bitte vom Abgrund weggehen? Ich möchte nicht gerne da runterfallen. Ja. Sicher doch. Ja, siehst du, das hat damit nämlich nichts gebracht, weil er so nah am Abgrund war. Dann konnte ich meinen Finisher gar nicht einsetzen. Das finde ich ein bisschen unfair. Dafür kann ich nichts, wenn der Typ so blöd ist und sich so dumm hinstellt. Die sind alle draufgegangen, die wollten das Tor noch aufmachen. Durch das Tor sieht man eine Brücke, die nach Athen führt, aber das Tor ist völlig und ein für alle Mal zerstört. Aha. Es muss einen anderen Weg darum herum und zur Brücke geben. Ja. Wir finden schon einen Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Keine Ahnung, sieht so komisch aus. Da ist eine Leiter. So. Lebensenergie, die wir nicht brauchen. Jede gerne rote Lumpsies. Ich habe immer Angst, dass ich hier in den Abgrund stürze. Weil, wie gesagt, die Gegner sind im Moment noch nicht das Problem. Das kommt erst später. Sondern, guck mal da. Komm ich da ran? Nee. Komm ich nicht. Hätte ja sein können. Wie gesagt, ich habe voll das Secret hier gefunden. Wie gesagt, bestimmt übersehe ich wieder 5000 Millionen Sachen. Ist egal. Oh, da ist noch ein Tor. Hallo Tor. Das Tor. Dieses Tor lässt sich nur von der anderen Seite aus hochziehen. Och Mann. Ist gemein. Ist hier noch was? Ah, guck mal. Schön. Rote Lumpsies. Sie haben genug Orbs, um ihre Waffen zu verstärken. Mit bla 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 rufen Sie das Menü auf. Gut, dann drücken wir mal Pause, Start, was auch immer. Und werden unsere Klinge auffüllen. Stufe 2. Apollos Himmelfahrt, L1 und X. Apollos Offensive, L1 und X. Hermes Hast, R1, L1 und X. Was lese ich eigentlich vor? Hermes Trampler in der Luft. Neue Fähigkeit, Götterzorn. Wenn Anzeige voll ist, mit L3 und R3 aktivieren. Okay. Zurück. Lass den Zorn der Götter deine Klingen treiben, Kratos. Ist gut. Mach ich. So. Wir brauchen Magie. Also müssen wir warten, bis das Blaue leuchtet. Was tut es? Es leuchtet blau. Weiter geht's. Hallo. Oh. Die Ansicht gefällt mir persönlich jetzt nicht. Was ist da oben? Das gefällt mir auch nicht. Aha. Aha, das kann ich kaputt machen. Rote Lumpsies. Und zu dieser Kiste möchte ich, weil da ist bestimmt wieder was ganz Cooles drin. Manchmal ist es auch völlige Verarsche, dann ist da nur ein, den kann ich auch kaputt machen, habe ich gar nicht gesehen. Nur rote Lumpsies drin, wenn du denkst, boah, das ist bestimmt ein Gorgonenauge. Eine Kiste haben wir zerstört. Jetzt ist der Weg schon mal frei. So, können wir noch was kaputt hauen? Da können wir was kaputt machen. Müssen wir das kaputt machen? Weiß ich nicht.
Ich mach's mal. Ich hoffe, ich hab mir jetzt nichts verbaut. Und da können wir hoch. Dachte ich zumindest. Okay, Jungs und Mädchen, wo muss ich hoch? Ah, ja, klar. Das ist klar, aber jetzt wird's schon schwieriger. Oder auch nicht. Ich bin einfach nur blind. So, einmal die Kiste öffnen. Dankeschön. Die ist ja nur rote Lumsis. Och man, das hätte ja jetzt was Cooles sein können. Warte mal. Was Cooles sein können, oder? So, da nochmal rauf. Dann da mal rauf. Ah. Ach, kannst du mal aufhören, hier so rumzuhampeln? Und da bitte reinspringen, Kumpel. Dankeschön. Ja, ein Gogo-Auge. Ich habe es nicht übersehen. Ah, stopp, die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Vielleicht kommen wir nochmal in den Raum. Und dann haben wir hier wenigstens noch was. Unnötig muss ich die Kiste jetzt nicht aufmachen. Manche Kammern muss man halt mehr als einmal reingehen. Glaube ich zumindest. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Ja, das sieht man. Oh. So. Und hops. Hops. Hoch mit dir. So. Jetzt küssen wir noch die Wand. Ja, ein bisschen sauber machen. Ein bisschen im Body dran reiben. Und jetzt nochmal weg. Oh, das macht er mit Absicht. Das macht er mit Absicht. Ich bin wieder so ungeduldig und kann nicht warten, bis er 2 Millimeter noch da rangerobbt ist. Gut, ich bin jetzt nicht ungeduldig. Ich warte jetzt und ich warte immer noch. Und ich würde am liebsten gleich schon wieder springen. Bitte, lass mich springen. Gut, wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe es endlich auf diesem komischen Block hier geschafft. Nur um jetzt gleich wieder runterzufallen, bestimmt. Ich sehe es schon vor mir. Alles gut. Wir haben es geschafft. Wir haben es zur Kiste geschafft. Oh, okay. Es war nur rote Obst, okay. Alles cool. Alles cool. Super cool. Oh, eine neue Fähigkeit. Cool. Wie gesagt, alles total cool. So. Einmal das. Hier kommen noch neue Gegner. Wir haben doch gleich voll viele Gegner. Gut, dann holen wir uns noch die Fähigkeit hier. Aphrodite. Kratos, dein Vorankommen erfreut die Götter. Doch deine jetzigen Fähigkeiten reichen nicht gegen die Schergen des Ares. Ich biete dir die Macht, deine Feinde einzufrieren. Doch eine solche Gabe musst du dir verdienen. Medusa, die Königin der Gorgonen, bring mir ihren Kopf, Kratos. Dann gebe ich dir die Fähigkeit, seine Macht zu nutzen. Ja, ich fand irgendwie Poseidon netter. Sie dürfen in diesen Strahl nicht rein. Sonst sind wir Stein und dann sind wir gleich tot. Alter, was war das? Hör doch mal auf! Ich hol mir jetzt gleich eine Sonnenbrille hier. Weißt du mal was? Wir können mal das hier einsetzen. Warte. Hör doch mal auf hier. Drehen Sie den linken Stick, bis das Muster zu dem über Medusas Kopf passt. Sie haben Blick der Medusa erhalten, kalt wie Stein. Gefriere und zerstöre sie alle mit dem Blick der Medusa. Dann ist die Macht der Gorgonen dein.
L2 gedrückt halten, um Medusas Blick zu zielen und mit Viereck feuern. Versteuern und zerschlagen sie alle Minotauren, um weiterzukommen. Boah, ja, ist gut, ist gut. Ja, das dauert halt ein bisschen. Kannst du mal ein bisschen aufhören und Rücksicht nehmen auf meine Attacke hier, damit ich die auch ausführen kann? Die hat ihn selbst zerschlagen. Haha, du hast deinen Kumpel zerschlagen, Kumpel. Das ist echt fies. Kannst du mal bitte aufhören? Könnt ihr mal jetzt aufhören? Das ist andauernd hier. Gehe mit den Göttern, Kratos. Dankeschön. Gehe. Ja, ja. Im Namen des Olymps. Ja, ist ja gut jetzt hier. Außerdem hast du mir die Fähigkeit gar nicht gegeben. Das hätte ich automatisch bekommen, wenn ich den Kopf der Kronen abgesäbelt hätte. Das ist voll die Verarsche. Poseidon war viel netter. So, wir machen noch die Kiste auf. Und der Zorn der Götter da unten rechts, das hat uns echt geholfen. Ich lasse aber Poseidon drinne. Ich weiß gar nicht, ob ich mit Medusa so oft gekämpft habe. Keine Ahnung. So, ich lasse Poseidon drinne. Ich würde sagen, das war's dann für diesen Folge, für diesen Part. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Und dann beende ich das natürlich wieder mit einem Zitat. Und zwar, ich dachte, sie wären tot. Ja, das höre ich ständig. Das kam von Alien, dem vierten Teil. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao!